Yo, liebe Leute. Gepflegter Bodybuilding unterhalb. Leute, Malik ist dabei. Malik ist dabei und? Und Maha. Ich mach heute Benchpress. Maha, chill einfach. Seit gestern habe ich wieder Diät angefangen. Vor dem Training habe ich jetzt 100 Gramm Reisnudeln vom Vayu und ein Isolat vom ISN, 40 Gramm. Und ein halber Banane. Das habe ich vor dem Training. Das heißt, heute werden wir ballern. Heute, ich bin gespannt. Wir gehen in den Gym und Malik ist der Führer. Ich mache alles, was er macht. Weißt du was? Ich habe 160 Euro Parksein bekommen. Wollen Sie mich verarschen? Die ukrainischen Flüchtlinge, die dürfen überall parken, kostenlos. Ich bin auch Flüchtlinge. Die können nichts für ukrainische Flüchtlinge sagen, kostenlos. Und für afrikanische Flüchtlinge, die müssen zahlen. Wir waren in Zypern. Ich bin fast spät gekommen in den Bahnhof und ich weiß nicht, wo soll ich mein Auto parken. Weil meine Freundin hatte keine Zeit, mich zu fahren in den Bahnhof. Dann habe ich einfach mein Auto in den Bahnhof gelassen. 5 Tage, die haben mir 160 Euro. Und dann, die haben das in meiner Adresse geschickt, habe nichts zurückgeschrieben oder nichts bezahlt. Die haben das hoch bis 160. So viel, das geht nichts. Wir sind in Deutschland, ich bin auch Flüchtlinge. Ich bin geflüchtet hier, weil in meiner Heimat mir geht nichts gut. Malik war Taxifahrer in Gambia. Ja. Also soll er dich das nächste Mal einfach zum Bahnhof fahren? Nein, Malik hat, er kann schwarz fahren, weil er hat keinen Führerschein. Aber du warst Taxifahrer? Ja. Du kannst hier in Deutschland bleiben und ruf da, die machen dir einen Führerschein. In Gambia ist so, zum Beispiel, ich habe Auto in Gambia. Mohammed will Auto fahren, ich bringe ihn dabei in ein Fußballfeld. Nach 1, 2, 3 Tage und dann gehen wir in den Verkehr. Und er fährt einfach. Und er fährt ohne Führerschein und irgendwann kauft er den Führerschein und dann passt. Ja, das heißt, für Führerschein musst du einfach bezahlen, du musst keine Prüfung machen oder nein. So. Nein. Zeit ist Geld, Kollege. Aber jetzt hast du einen deutschen Führerschein. Ich bin Deutscher geworden. Ich bin mehr Deutscher als du. Ich bin sowieso kein Deutscher. Also ja, aber ich bin mehr Deutscher als du. Ich mache Mülltrennung. Ich stehe immer früher auf. Ich sage Hallo zu jeder Nachbar. Ich zahle meine Steuer. Ich mache meine Steuererklärung. Wenn irgendwas ist, ich rufe die Polizei sofort bei mir. Ich rufe nichts meiner Kollegen und Cousins und so ab. Weil ich bin Deutscher, ich rufe die Polizei einfach. Weißt du, was ich meine? Wenn du Ärger mit mir hast, Anzeige ist raus. Und was ist dein Lieblingsessen? Sauerbrat. Nudelsalat auch liebe ich auch sehr gerne. Wall of Souls, bitte deutscher Pass. Ich brauche deutscher Pass. Weil, guck mal, wir müssen reisen mit dem B-Team. Aber bei mir muss ich immer Visum beantragen. Was für ein Scheiße ist das? Ohne Mist, Finanzamt wird bankrott. Ich bin guter Bock. Hier ist Ladensohn, aber die haben jetzt Feierabend. Das heißt, ich kann jetzt hier parken. Was passiert denn hier? Neue Schuhe am Start. Meine diese Schuhe. Schau mal. Ich kann nichts. Fast 100 etwa Schuhe haben und mein Kollege hat nur ein paar Schuhe. Das geht nichts. Hast du ihm die Schuhe gegeben? Ja, das ist meine Sammelschuhe, aber jetzt gehört mir nichts. Alles, was mir gehört, gehört auch machen. Alles ihm gehört auch mir. Wenn ich was von ihm sehe, ich brauche ihm nichts fragen. Ich muss einfach nehmen. So sind wir einfach. Alter, ich kenne Macher seit in Gambia, nichts hier. Alle die Jungs, die ich hier kenne in Offenburg und Deutschland, ich kenne alle hier. Macher ist der Einzige, ich kenne seit Gambia, weißt du? Sehr loyal. Loyalität und Respekt. Alles. Wenn Angela Merkel call me, then I will wear them and go and answer him. Ich war Angela Merkel. Ich war mit dem Schuh aus dem Bundestag. Ich habe jetzt hier Krank Pompu. Muss den Mund aufmachen. This is the traditional way. Jetzt war's auch Malik. Und dann, weißt du, was ich meine? Und dann trink, ja. Hähnchenbrust, Reis, Gemüse. Oh mein Gott, richtig lecker. Riech mal. Ich habe hier Nitro, 21 Gramm, Metaprolol 6 Gramm, Glutamin 5 Gramm, Kreatin 5 Gramm und Beta-Alanin. Yeah. You ready for bench press? Today I'm ready for anything. Nein. Alter, Mohammed hat einen Bruder, das wirst du nichts glauben. Alter, das ist der Bruder von Mohammed. Er trainiert nichts so. Hey, Victor! Erste Übung fliegen dann. Ich mach, was er macht, weil er hat guter Körper. Das heißt, läuft vor ihm, oder? Macht er gut? Ja, richtig, ja. Er hat nie Booster genommen und er hat keinen Bock heute zum Training. Ich gebe dir 2 Scoop und später du gib mir Feedback. Er trainiert in Cleverfit hier und er ist sehr stabil. Er macht Kreuzheben. Wie machst du Kreuzheben? Von 10 bis 210. Boah. Mit seinem Gewiss, guck mal. Deswegen gibt es die Ritual Way. Aber 2 Scoop, Kollege, 2 Scoop. Mhm. Kriegst du einen guten Pump? Alles klar. So, jetzt neue Übung, oder wie? Dumbbell Press, ja. Yeah. And you deleted your Instagram? Yeah, I deleted my Instagram, because, yeah, too much. Malik ist sehr seriös, er will keinen Nonsense. Er muss auf sich konzentrieren. Sehr wichtig. Arbeit, Familie. Er macht, sitzt da hinten einfach und chillt. I train like natural, I use no medicine, no protein, no nothing. Ich habe viele Reisprotein von anderen Marken gesehen, aber, hey, sorry, kannst du da nie vergleichen mit der Vayu, wirklich.
Die andere mag, Alter, wenn du das isst, vielleicht gehst du 3 Tage keine Toilette, Alter. Da brauchst du nichts, nur Klopapier, da brauchst du Maschine reinzustecken, dass alles rauskommt. Empfehlung, immer Vajo, Reispudding. Oder Maispudding ist auch geil. Maispudding ist meine Lieblings, dann kommt Reis. Das ist aber nicht sehr deutsch von dir. Das war ich. Das warst du. Aber ich bin noch nicht fertig. Wenn ich fertig mache, ich weg. Hat funktioniert. Wie hat funktioniert? Ich habe ihm den Pumpbooster gegeben. Jetzt er kriegt einen geilen Pump, Alter. Seit meiner Verletzung, erster Mal wieder. Ich bin immer noch verletzt, aber Kollege, wie ich habe gesagt, ich bin ein anderer Bausteller. Kannst du mir das Ohrfeige noch geben? Willst du eine Ohrfeige? Ja. Von mir oder von Malik? Von dir. Von Malik ist so sexy, weißt du. Ready? Ja. Das war die erste Verletzung, 8 Wiederholungen. Nicht schlecht. Die krassen Leute sind immer mit Hoodie ins Gym. Es ist krass, Alter. Er ist 17 Jahre alt, 70 Kilo. Ja, krass. So viel wiege ich. Alle guten Dinge brauchen Zeit im Leben. Ne? Sag mal danke, Erik. Willem, ja. Herr ja? Willem. Willem. Weil ich hab ganze Jahr ab. Und richtig dicker ab. Guck mal, wie dick, Alter. Krass, ne? Und er ist alles. Er ist Donatella wie ich. Das ist natural, ja. An den Back. Biceps? Biceps. Ja, yeah, like this. Komm langsam die Form. Mohammed muss auch mal mittrainieren. Er ist immer nur hier Assistent. Mohammed macht Ramadan. Yeah. Und er ist fertig jetzt. Er macht Pause. Aber. Now you come in for incline? Ich verstehe es nicht. Wir machen einfach. Das ist Malik sein Trainingprogramm. Aber er hat gesagt, incline, das ist doch jetzt Triceps. Ja, ich weiß nicht. Warum ist Malik eigentlich immer noch nackt? Viele Fitness sagen, keiner Tanktop, keiner das. Alter, jeder soll machen, was er will. Weißt du, was ich meine? Wir sind in freier Welt, Alter. Kannst du nackt hier rumlaufen, soll niemand interessieren und so halt. Jemand, ein halbnackter Mann oder Frau sieht und du denkst, was irgendwie ist in deinem Kopf, denn du bist krank, du bist der Krankste. Das war die Pullos auf. Mach einfach mit, Kollege. This make you open your life. When you do this more, you train your tricep. When you are going always, your laps open, you know? You don't need to train the arms too much. Because he open your arms, you know? Wow. Yeah. Stimmt. Wenn du große Laps hast, deine Arme sind, weißt du, was ich meine? Was passiert denn hier? I'm a street disciple, writing scriptures in Jesus' Bible with a word cut like a 2-edged sword. I need a rifle, all 3 of my eyes closed. I don't even see my rivals. I'm a mix of book smart and street survival. Yeah, I never cooked up. Heute ist fertig. Wir machen Feierabend für Fitness. Und jetzt wir gehen für Einkaufen. Und wow, ja. Malik ist richtig besser geworden, ne? Kollege, er hat A1 Niveau, aber nichts less. Und danke an jeder Zuschauer, dass wir weiter mit den Videos machen. Einfach Kommentare und mich unterstützen auch bei ESN mit meinem Code Rino kriegt mein Vater Rabatt. Wa enbi amlen jama enbi sikanam bro ñun balen duga kër to to chop ni xam nga rek. Tschüss. Bis du gehen Hause? Wir gehen zusammen, oder? Nein, ich gehe zu mir nach Hause. Ach so, okay. Also, mach's gut. Bis morgen. Ciao, ciao. Ja, ciao, ciao.